Ja, willkommen zu einem neuen Teil aus meiner Serie. Messerschärfen leicht gemacht. Heute gehe ich zu dem über, wo ja viele, die diese Serie jetzt geguckt haben, gerade bei meinem ja, Sharpen Easy gemault haben. Da bleiben sie doch lieber bei ihren Wasserstein. Sie hat natürlich auch einen Wasserstein. Und das ist das, der Wasserstein ist in dem Fall, ist das ein synthetischer mit einer Körnung von 1000 und 3000. Für mich ist der Wasserstein das meistgenutzte, die meistgenutzte Schärfmethode. Und den Wasserstein, den habe ich, ja, ich glaube jetzt eine halbe Stunde, Entschuldigung, eine halbe Stunde schon gewässert. Hol den jetzt mal raus, mache den noch ein bisschen sauber. Man sieht, er ist ja schon reichlich benutzt. Den Vorteil, den man hier bei so einem Wasserstein hat, ist einfach der, dass man den Schleifwinkel nach eigenem Gusto bestimmen kann. Wenn der zum Beispiel bei solchen Systemen wie ja, dem von Lenski zum Beispiel ja doch nur in ein paar Schritten verändert werden kann. Und der hier ist einfach, sag mal, am besten für die gängigsten Klingen. Hat aber auch ein Limit. Und da komme ich auch gleich zu. Nämlich zum Beispiel hier bei solchen Messern. Da wird es halt ein bisschen schwieriger mit zu schärfen. Aber ich mache die Serie für den Nico. Und der Nico hat mich darum gebeten, ja, ihm doch mal zu zeigen, wie ich zum Beispiel meine Victorinox schärfe. Ich werde es aber auch an einem anderen Beispiel, zum Beispiel in dem Dave Canterbury PLS K1. Ein Messer mit einem Scandi Grind auch demonstrieren. So, dann will ich mal loslegen. Hol ich mal den Wasserstein raus und ja, werde ich mal direkt loslegen. So, also dieser Stein hat eine Körnung von 1000 und 3000. Das ist ein synthetischer Stein. Muss immer gut gewässert werden. Ich lasse auch hier, das ist eigentlich eine Auflaufform. Da wässere ich den drin. Das hier ist übrigens nur eine ganz normale, so eine Arbeitsmatte. Die habe ich mir mal im Norma besorgt. Ihr werdet die auch schon von anderen Videos kennen. Habe ich das als Unterlage benutzt. So. So eine Gummimatte für ein paar Euro. Fand ich ganz cool. Ihr seht, oh, da ist auch schon von Steine anschlagen, schon reich ramponiert. Jetzt ein paar Patina drauf. Der Vorteil, den ich wirklich hier bei diesen Steinen sehe, ist zum Beispiel bei den Scandi-Schliffen, no, dass man da ja der Schleifwinkel schon vorgegeben ist. No. Also mit dem was ist meine Lieblings Schärfmethode. Ich mache das jetzt noch ein paar Mal, nur zur reinen Demonstration. Das ist jetzt die Tausender Körnung. Drehe ich das um. Auf die 3000er Körnung. Und dann sieht er auch schön, oder Nico, dann siehst du auch schön, wie der Material abträgt. Das sind halt diese schwarzen Striche, das ist das Metall, was er abträgt. Messerschleifen hat doch
irgendwie so eine beruhigende Wirkung auf mich. Und wenn du dich für Messer im Allgemeinen interessierst, wie zum Beispiel auch Bushcraft und Outdoor-Messer, die halt so einen Scandi-Schliff haben, da ist es einfach die beste Wahl. Denn man kann den Schneid oder den Winkel oder die Phase so schleifen, wie man will. Man kann einen balligen Anschliff erzeugen, was mit anderen Schleifsets wie dem Lansky so gut wie unmöglich ist. Es ist schon möglich, aber da muss man Freihand arbeiten mit den Steinen und hier hat man viel mehr Auflagefläche und das finde ich besser. Also, ich benutze wirklich den hier am liebsten. Die Wassersteine bevorzuge ich jeder anderen Schleifmethode oder bevorzuge ich vor jeder anderen Schleifmethode. So, jetzt habe ich den Scandi-Schliff nachgeschärft und dann mache ich eine zweite Phase drauf. Dazu kippe ich dann die Klinge etwas weiter hoch. Oder hebt die ein bisschen an. Braucht man da so ein bisschen, ja, nicht Kenntnis, sondern ein bisschen, ja, Learning by Doing. Ne? Muss halt ein bisschen üben. Kann natürlich sein, oder wenn du üben willst, nimm einfach ein Messer, was dir nicht so viel bedeutet, falls du das ein bisschen versaust, dass es dich nicht ärgert, wenn du zu viel Material abträgst. Ich werde dir auch gleich zeigen, wie ich das mit dem Victorinox mache, weil du hattest ja speziell nach Victorinox gefragt. Ja. So. Der übrig gebliebene Schleifstaub oder ja, der Schleifschlamm, den benutze ich, um die Klinge noch ein bisschen zu polieren. Vielleicht ein bisschen Rost, Flugrost zu entfernen, weil das ist ja eine Carbonstahlklinge. Aber auch hier gilt, danach nehme ich immer, nach dem Schleifen nehme ich immer noch den ja, Leder und ziehe da drüber, um den vorhandenen Grat zu entfernen. So, mal kurz ein Stück Silber nehmen. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Übrigens, um sag mal, Klingen wieder auf Glanz zu bringen, nehme ich halt wie gesagt danach den Schleifstaub oder den Schleifschlamm oder halt Never Dull Magic Wedding oder Wedding Polish. So, ich werde den nochmal bessern. Dann zeige ich dir das, wie ich das mache. Ich muss hier ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen. Ihr seht, er hat aber schon ganz gut poliert. Ja. Dann nehme ich nur so ein bisschen von der Watte. So sieht die aus. Ach, ich finde den Geruch allein schon ist klasse. So, mache hier das so ein bisschen ein. Das hinterlässt hier so einen leichten Film drauf. Diese Flecken, die hier drauf sind, das ist Patina, ein Teil der Patina.
Den lasse ich drauf. Darum geht es mir nicht. So, jetzt lege ich das mal hier auf Seite. Warte, lasse ich da liegen. Und jetzt zeige ich dir, wie ich dann damit zum Beispiel mein Victorinox, das habe ich mal geschenkt bekommen von einem Abonnenten meines Kanals, von dem ich leider heute immer noch nicht weiß, wer es war, denn der wollte anonym bleiben. Er hat das bestellt über eBay und hat es mir gravieren lassen und ja, mir anonym zukommen lassen. So, also nehme ich wieder Tausenderkörnung. Das ist hier so eine übrigens eine ganz normale Schneidematte. Die kriegt man überall. Und das Ding, das pappt da drauf wie Sau. Und wenn ich den Stein hier drauf lege, der ist ja porös, das verrutscht so gut wie gar nicht. Es gibt auch solche Ständer, die man draufsetzen, wo man die draufsetzen kann. Und die nehme ich aber nicht so gerne. So. Hier beim Victorinox. Ja, ist immer schwierig zu sagen, welchen Winkel man so nimmt. Ich mache das einfach so. Ich mache das einfach nach Freischnauze. Und ich versuche den Schleifwinkel durch den Daumen hinten ein bisschen zu halten. Dann nehme ich wieder die 3000er Seite. Nachwässern. Was ich jetzt leider vergessen habe zu erwähnen ist, wenn du so einen flachen Winkel wählst, ne, sobald du nach vorne kommst zur Spitze, dass du die Spitze schleifst oder schärfst, musst du die Klinge ein bisschen anheben, damit das von der geraden Seite nach dahin, die ja leicht gebogen ist zur Klingenspitze, der Winkel gleich bleibt. No. So. Und normalerweise nehme ich jetzt noch das Leder und entferne den Grat. Moment, ich hole es gerade. So. Dann mache ich ein paar Striche hier auf der etwas gröberen Seite. Nur ganz leicht, ganz ohne Druck. Damit kann ich den Grat entfernen. Muss das nochmal erwähnen, den kriegst du für ganz schmales Geld, schon vorbereitet mit Paste beim Hans-Dieter Plaggenburg.
Muss wohl sein Hobby Gutes zu tun. Empfehlenswerter Kanal. Kann ich nicht anders sagen. So. Mal wieder wegtun. Ja. So, ich zeige dir noch gerade das Ergebnis von dem Neverdull. Wie man sieht, ist das jetzt hier ziemlich matt geworden. Dann nehme ich wieder ganz normal mein Zewa. Entferne das. Na ja, wie die glänzt. Wirklich wunderschönes Messer. Ich liebe die Modelle aus Dave Canterburys Pathfinder Serie. Ist natürlich ein bisschen schwierig durch die Klingengeometrie, weil das ja auch so dick ist, jetzt ein Papiertest durchzuführen. Ich guck mal. Ja, die Klinge ist einfach zu dick. Ja. Ne? Für einen Papiertest. Ach, jetzt ist es auch noch was geworden. Ist ein bisschen zu dick für den Papiertest. Aber es geht. Das Papier. So, das war jetzt Teil 2. Teil 2. Ich glaube Teil 5. Wie ich Messer schärfe. Ich komme noch mal ganz kurz zu dem Limit, was so ein Wasserstein eben hat. Ist zum Beispiel hier so ein Messer von Lenski, dem World Legal. Da muss man schon, also ich lege das dann hier so auf. Und ziehe das nur am Rand entlang, weil wie man sieht, ja, ich komme gleich, ja, weil das ja so komisch geschwungen ist. Aha, brennt hier wieder. Ich lege das halt hier so auf, damit ich die Klinge besser beobachten kann, wie ich die schärfe. Aber es geht. Ich will nicht direkt sagen, dass es ein Limit ist, aber sorry für die Geräusche. Hier geht öfters mal der Alarm los in der Gegend. Wir haben ja die Firma Dynamit Nobel hier an der Ecke. Nur ist halt ein bisschen schwieriger, hier so ein Lenski World Legal zu schärfen, aber es geht. Nur da muss man halt den Stein ein bisschen anheben, damit man, wenn man sag mal, in einem 75 Grad Winkel drüber guckt, besser beobachten kann, was man da tut. Und dann benutze ich es halt wirklich nur hier am Rand. Ist auch nur suboptimal, aber ich glaube, das Messer, das schärft man auch nicht wirklich allzu oft. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, aber gut, muss man halt ausprobieren und experimentieren. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Ja.
So. Ach, ein bisschen Farbe vom Lederriemen. So, nochmal gucken. Was nass geworden. Also, für meine Begriffe ist das ist der Wasserstein meine liebste Methode, Messer zu schärfen. Auch mit diesen Wassersteinen mache ich meine Bushcraft- und Outdoor-Messer, die Victorinox, die Küchenmesser. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen bei Teil 3 meiner Messerschärfserie. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Halt eure Messer schön scharf und griffbereit. Passt auf euch auf, schneidet euch nicht und wünsche euch bis zum nächsten Video noch eine wunderschöne Zeit. Tschüss, macht gut und schwenkt der Hut.